Und damit moin moin und herzlich willkommen hier bei eurem Aufstiegsschlappen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13. Und ja, wir haben es endlich gepackt, der Aufstieg ist perfekt. Gleich mal in der ersten Saison von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Nur ist noch nicht sicher, ob wir auf Platz 1 oder ob wir auf Platz 2 in Liga 2 zurückkehren. Das wäre eine geile Sache, eine geile Geschichte, wenn wir es wirklich mit dem ersten Platz beenden sollten. Aber es ist noch ein langer Weg. Zuletzt die Karlsruhe mit 2 Unentschieden gegen Rostock und Darmstadt. Und wenn die jetzt nochmal ein Unentschieden nachlegen, dann gegen wen was? Gegen wen, glaube ich? Ja, da haben wir es ja. Gegen wen? Wiesbaden. Dann könnten wir mit einem Sieg gegen Osnabrück, gegen den direkten Konkurrenten, auf Rang 1 nochmal vorrutschen. Und wären dann, ja, der Meister in der dritten Liga. Ach, wäre das schön. Ihr hört wieder im Hintergrund natürlich einen Weihnachtsradio-Stream drin. Auch wenn ich bisher schon wieder fast keine Weihnachtshits gehört habe. Aber ist ja wurscht. Wir lassen ein bisschen Musik laufen. Und wir haben noch ein paar neue Nachrichten, die wir angehen müssen. Statusbericht Verletzungen. Ollyang Besi noch 2 Wochen verletzt. Mario Erb noch 2 Wochen verletzt. Freddy Borg verletzt für weitere 5 Tage. Kennen wir noch alles beim Alten. Timmy Thiele. Mit dem müssen wir mal sprechen, mit dem jungen Mann hier. Wie der schon wieder abgegangen ist im letzten Spiel. Super letztes Spiel. Das war mein Durchbruch. Von jetzt an werden meine Gegner Respekt vor mir haben. Meint er, das hört sich nicht gut an. Okay. Was meint er jetzt damit? Das hört sich nicht gut an. Also der Kommentarschreiber hier. Hoffentlich wird er nicht zu arrogant, aber er hat sich zumindest vom Charakter jetzt schon mal noch nicht verändert, ne? Wir schauen mal ganz schnell rein in die Teamdynamik. Und da dann in die Teammatrix. Nicht Teammatrix, Teamhierarchie meine ich. So, Thiele. Ist der irgendwo hier? Nee. Der ist da gar nicht, okay. Interessant, da bin ich ja mal gespannt. Wir gehen jetzt mal aus von Teammatrix. Ah ne, Schmarrn, das muss man hier machen, ne? Spielermatrix von Timmy Thiele. Timmy Thiele, ich dachte schon lauter Rotes. Nee, haben gemeinsame Ziele mit Maciej Szczewczyk. Haben gemeinsame Ziele Flecken, Marquet und Müller. Also mit ihm schaut's ganz gut aus. Nicht voll im Team akzeptiert, aber doch dann schon ganz gut. Also auf jeden Fall eine starke Rolle, der gute Timmy Thiele. Fokus auf Fitness mit Krumpen, Demay, Ollyang Besi und Stiele. Und genauso Streit Erb, Brauer und Melka, okay. Ja, nicht weiter so interessant. Wir gehen rein. Riskante Ansprache, erfolgreich, perfekt, wirkt sich positiv auf das Vertrauen und die Moral ihrer Spieler aus. Und aus einer Erbschaft erhalten wir 10.000 Euro, das ist schon wieder ganz, ganz gut. Denn unser Bargeld ist immer noch im negativen Bereich. Und zwar im hohen negativen Bereich. Auch wenn wir ja, wie gesagt, nichts dafür können, aber das sieht nicht schön aus, wenn hier minus 1,1 Millionen steht. Das sollten wir schleunigst irgendwie versuchen, wieder umzubiegen und zu ändern. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt würde ich sagen, bevor ich lang plapper, gehen wir mal schnell rein und planen das Saisonende, sprich Sponsorentag und so weiter. Denn wir haben nur noch das Spiel gegen Osnabrück. Wir sind schon sicher auf Rang 2, sprich Relegation müssen wir nicht planen. Dann können wir hier planen, können wir hier machen, ne? Da würde ich gleich mal sagen, haben wir hier mal eine Spielerfall raus, gleich nach dem Spiel gegen Osnabrück. So, okay. Dann Montag bekommen sie frei, wenn sie einen Kader haben. Presse und Termine, Sponsorentag, 25.000, ja kostet sowas, aber den müssen wir ansetzen. Spielerauszeichnungen, jawohl. Am Mittwoch, dann brauchen wir, das brauchen wir erstmal nicht. Fanclub-Treffen natürlich, 20.000 auch nochmal, eieieiei. Geht das Sonstige nochmal ganz schön runter, ne? Aber was willst du machen, gehört dazu. Autogrammstunde auch nochmal für 1.000 Euro. Dann Saisonabschluss, Schlussfeier. Ja, die machen wir natürlich gleich mal hier. Presse-Saisonabschlussfeier. Okay. So, und dann müssten wir eigentlich alles haben, ne? Vergnügungspark essen gehen. Urlaubsbeginn, Turnier, Freundschaftsspiel, Trainingslager. Ja, dann müssten wir eigentlich alles haben. Dann kriegen sie hier gleich mal am Montag. Oder wann kriegen sie den Normalurlaub? Hier erst. Ne, die kriegen hier schon Montag. Komm, weil sie so gut waren. Montag Urlaubsbeginn, weg mit euch, ab in den Süden. Und dann mal ein bisschen feiern gehen und den Aufstieg feiern vor allem. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal ein Stückchen weiter in der Woche. Ich habe ja euch versprochen oder mir gesagt, dass ich jetzt erstmal noch nicht auf weitere Transfers eingehen will, solange die Saison noch läuft. Wir haben ja schon 2 Neuzugänge zu verzeichnen. Von daher, wen haben wir denn hier? Lasse Schöne, Casado. Okay. Nicola Cannavaro. Das Einzige, woran ich mich erinnere und was ich noch eben mal ganz, ganz schnell angehen will, ist der gute Sebastian Neumann.
Ihr Spieler Seiji Olyanbesi bittet sie um ein persönliches Gespräch und möchte wissen, ob sie für seine Position in der kommenden Saison Verstärkungen planen. Was antworten sie? Oh, Olyanbesi steht nur noch auf einer 58. Gut, er ist verletzt. Er ist ein Kämpfer, das ist schon mal wichtig. So einen brauchst du, denke ich mal, so gut wie immer. Aber das Problem ist ja... Was heißt das Problem? Ja, das Alter ist das Problem. Holen wir jemanden oder holen wir keinen? Wir holen ja schon mal ganz klar den guten, Schöne? Reiche. Ey, mir fallen die Namen immer nicht ein. Daniel Reiche, den holen wir ja schon mal. Von daher... Holen wir eigentlich schon jemanden, ne? Von daher müssen wir eigentlich ja schon zum Olyanbesi ja sagen. Staffelt aber noch, dass der zweite Neuzugang und dann eben vielleicht noch ein Neumann. Erb, da hinten drin noch ein bisschen schwach auf der Brust. Gut, der ist auch noch verletzt, ne? Deswegen geht er dann ein bisschen runter. Normal eine Grundstärke von 63, das ist schon in Ordnung. 4 Tore übrigens hier in 30 Spielen, sehr geil. Also kann man nicht meckern. Dann Weber auf links, Schwertfeger auf rechts. Müller, Andersen, Thiele, Rösler, Brauer. Und ja, das beantworten wir gleich, jetzt will ich eben mal schnell gucken. Neumann. Sebastian Neumann. Jetzt wird's doch schon poppig weihnachtlicher hier mit dem Radio, ne? Wahnsinn. Okay, wir gehen rein. Sebastian Neumann, Arminia Bielefeld. Der ist gerade erst gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das haben wir angeschaut. 5.1.2013. 15 Spiele schon gemacht. Hat auch hier eine Durchschnittsnote von 3,17. Eine Durchschnittsform von 10. Das ist sowas von gut. Also da kann man echt überhaupt nicht meckern. Jetzt auch hier zuletzt lauter gute Spiele. 2-0, 1-0, 2-5, 2-5, 2-5, 2-0, 4-0, 2-5, 1-5, 2-5. Also ganz, ganz stark. Die Sache ist nur, er hat Vertrag bis 2016. Gut, er ist erst 22. Der hat noch enorm Steigerungspotenzial. Ist professionell. Eine Grundstärke von 65 schon. Das wäre schon ein geiler Kandidat hier, ne? Ganz klar. 179.000 bei 115.000 Gehalt. Müsste man echt mal sich überlegen. Wir hauen ihn mal ins Blickfeld. Und dann machen wir das nach dem Spiel gegen Osnabrück. Wenn wir das alles mal angehen. Jetzt gehen wir erstmal hier nochmal rein. Olyanbesi, ja, da werden Verstärkungen geplant. Er ist geschockt und verliert Selbstvertrauen und Moral. Aber das ist ja auch logisch. Wenn wir in die Liga 2 aufsteigen, und das werden wir ja jetzt auch, dann brauchen wir einfach ein paar Verstärkungen da. Hier und da, damit man sich einfach auch ein bisschen besser durchsetzen kann. Jetzt schauen wir mal hier, wen haben wir noch? Sofian Benjamina, den haben wir auch ins Blickfeld genommen. Er ist noch wird noch gescoutet, oder? Ja, der wird noch gescoutet, okay. Momentan Stufe 7, hat er noch ein bisschen was vor. Okay, dann würde ich fast sagen, privater Bereich, wir gehen nochmal eben rein. Haben wir noch irgendwas? Familie haben wir nicht. Partner will ich ja gar keinen suchen, um da groß rumzutun. Luxus, Aktienmarkt, andere Anlagen, Übersicht, nee, nicht Übersicht, wo waren denn das? Karriere, Optionen? Das will ich auch nicht. Was haben wir denn aktueller Vertrag? Würde mich mal interessieren. Nächste Saison die Ziele. Der Nicht-Abstieg. Ja, das wird schwer. Vor allem, es gibt ja immer die Saisonziele, Nicht-Abstieg und alles geben. Sprich, das ist der Präsident will, dass wir nicht absteigen. Also der sieht uns wirklich als Kandidaten, der wirklich den Abstieg verhindern könnte. Denn alles geben heißt immer so mit, du hast eigentlich keine Chance, probier mal was. Aber der traut uns zu, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber ist natürlich auch ein großer Druck. Okay, was wollte ich denn jetzt schauen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach ja, nee, private Karriere, hier wollte ich mal schauen. Was denn alles so hier steht? Natürlich immer noch Paul Scholes, der Lieblingsspieler, ganz klar. Okay, Vorstandsvertrauen 19 von 20. Hier seht ihr übrigens, Medienverfügbarkeit ist wirklich auf 100%. Ich weiß nicht, wieso es nicht so viele Pressekonferenzen gibt. Wir sind ein Taktiker, zumindest unser Ruf. Positive Schlagzeilen in den Medien, Erfahrung. Oh, da haben wir bald die nächste Stufe erreicht, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Biografie, wir verkaufen Kefke, beziehungsweise da haben wir ausgeliehen. Ach, das geht nach unten los, okay. Badeschlappen wird insgesamt zum 8. Mal zum Manager des Monats gewählt. Ich weiß ja nicht, wieso und warum, aber das nehmen wir natürlich gerne hin. Finanzstatistiken, persönliches Einkommen, das ist auch erstmal geil. Titelgewinne. Bisher wurden noch keine Titel gewonnen. Bin ich mal gespannt, ob da dann die Drittligameisterschaft mit reinzählt, wenn wir sie denn holen. Ob das dann als Titel zählt, ich weiß es nicht. Europa League Finale, Galatasaray Istanbul verliert. Wo haben die überhaupt gespielt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gegen den LOSC Lille mit 4-0. Also eine richtige Packung, die sie da bekommen haben. Lille damit Europa League Sieger. Hier in der ersten Saison bei uns. Mal schauen, Champions League dürfte auch noch bald kommen. Mal schauen, wann die dann da ist. Da hat er gespielt, ich glaube Man City gegen Real. Nee, ich weiß es gar nicht mehr.
Man City Barca? Irgend sowas war doch da, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen rein. Bürogebäude ausgebaut. Schulungszentrum ist noch dabei, momentan am Ausbauen. Das passt. Baukosten haben wir noch 140.000. Wenn wir mal ganz schnell reingehen. Ups, jetzt verklicke ich mich hier. Infrastruktur. Aber da werden wir nicht viel bekommen für das Geld. Ein Flaggenmast, eine Mietskaserne. Flaggenmast. Praktischen Charakter hat er nicht, nur repräsentativen Charakter. Ja gut, das hilft uns jetzt erstmal nicht viel. Plakatwand, 1% mehr feste Einnahmen von Hauptsponsor. Das wäre dann natürlich nicht schlecht, wenn man das noch verschieben könnte, ne? Aber gut, jetzt lassen wir es erstmal. Wir gehen rein, wir haben nochmal 4 neue Nachrichten. Borg ist noch angeschlagen, kann aber schon mal mitgehen, wenn er möchte. Aber noch eine 57 ist ein bisschen schwach auf der Brust. Freddy Borg, ja, das haben wir gerade gelesen. Scouting abgeschlossen für Sofian Benjamina, Stufe 9 schon. Der klingt ja nämlich auch richtig interessant. Vor allem, wo haben wir es denn hier? Disziplinführungs... Nee, ich meinte so taktische Ausbildung. Gab's da nicht mal was? Da gab's doch hier mal irgendwo noch so einen Balken, oder? Bin ich jetzt total blöd? Aber anscheinend nicht. Nee, aber ich denke mal, wenn einer bei Stuttgart 2 ausgebildet wird, der muss schon wirklich eine gute, oder was können, sage ich mal. Wenn er noch so jung ist und bei Stuttgart 2 spielt. Natürlich, wenn irgendein 25, 30-Jähriger das spielt, dann nicht mehr so. Aber 23 ist noch so ein Grenzalter, sage ich mal. Und der, denke ich, wird dann taktisch schon ganz gut ausgebildet sein, wenn er durch die ganzen Jugenden von Stuttgart gelaufen ist. Deswegen wäre es da vielleicht auch gar nicht so schlecht, nochmal in die zweiten Mannschaften der Bundesliga-Vereine reinzuschauen. Müsste man vielleicht auch nochmal angehen. Okay, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter und dann steht normalerweise das letzte Spiel an, der 38. Spieltag in der dritten Fußball-Bundesliga. Hoffentlich unser letzter Spieltag in der dritten Liga für immer. Denn wir wollen uns dann natürlich im nächsten Jahr in Liga 2 halten. Aber jetzt geht's erst nochmal hier ran. Nochmal konzentrieren, vielleicht den ersten Platz schnappen. Es ist ein Spiel mit 16.250 Zuschauern, sprich ausverkaufte Hütte in Osnabrück. Sehr, sehr geil für die Osnabrücker. Ich weiß gar nicht, ich glaube, für die geht's auch um nichts mehr. Die können nicht mehr auf Rang 4 abrutschen. 4? Ja, 4 abrutschen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall das Topspiel Osnabrück Aachen, ganz klar. Dann Wien gegen Karlsruhe, Wacker Burghausen gegen Bielefeld. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ganz eben die Tabellenkonstellation an. Rostock hat 62, nee, die können auch nicht mehr rankommen. Also eigentlich ist schon fast alles gegessen. Es entscheiden nur noch so kleine Dinge, wie jetzt halt wer Erster wird, wer Zweiter wird. Dritter ist entschieden. Hinten können wir nochmal gucken. Oh, da wird es nochmal ein ganz, ganz spannendes Finale geben. Stuttgarter Kickers 44, Hallesch FC 43, Babelsberg und Erfurt 42, Kickers Offenbach 41 und Stuttgart 2 39. Selbst Stuttgart 2 könnte, wenn es ganz komisch läuft, noch rauskommen. Und zwar, wenn sie Babelsberg überholen. Minus 9, minus 11, 3 Punkte, ja, wenn sie die holen. Und sagen wir mal 1-0 oder 2-0 gewinnen und Babelsberg 1-0 verliert, dann noch Offenbach irgendwie einen Scheiß macht, dann wäre auf einmal Stuttgart raus. Also wir merken uns, Stuttgart auf der 19, Offenbach auf, beziehungsweise das können wir danach auch anschauen, das merke ich mir jetzt eh nicht. Dann nach dem Spieltag im Nachbericht, dass wir da mal gucken, ob sich da noch irgendwas Kurioses getan hat. Ich bin gerade am überlegen, ob wir mal noch dem guten Krumpen einen Einsatz, Flecken meine ich, einen Einsatz gönnen wollen. Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Aber eigentlich will ich ja schon hier versuchen, noch Erster zu werden. Deswegen würde ich fast sagen, machen wir es erstmal nicht, oder? Nee, machen wir nicht. Lassen wir einfach so nochmal die beste Mannschaft auflaufen. Flecken darf aber mal mit für Krumpen. Vielleicht wechseln wir ihn ja ein. Wäre komisch, aber könnten wir machen. Leipertz, Murakami, Andersen, Svefcik, Ultradagi, alle auf der Bank. Müsste soweit noch alles passen. Hohoho. Nicht wundern, ist immer noch der Weihnachtsradio-Stream, gell? Nicht, dass ihr meint, ich höre hier irgendwelche so eine Musik. Nee, normal auch nicht. Ich dachte auch, da kommt viel poppigere Weihnachtsmusik, aber irgendwie scheint das alles nicht so zu funktionieren, beziehungsweise ist das nicht der richtige Stream, den ich da hab. Naja, gut. Simon Zoll hat diese Saison bereits 15 Tore erzielt, auf den sollte man anscheinend aufpassen. Osnabrück hat bislang noch nie die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ja gut, das interessiert uns erstmal nicht. Wir gehen nochmal rein in die Taktik. Das passt, das passt. Das passt. Das passt. Über die Außen vielleicht spielen. Genau, Laufwege bearbeiten nochmal. Ja, müssten soweit auch passen. Haben wir ja noch eigentlich alles eingestellt. Vergleich ist vielleicht nochmal ganz interessant. Wen wir denn da haben? Zoller haben wir nämlich hier zum Beispiel. Der ist schon im Blickfeld. Adriano Grimaldi ist 22, auch noch ein junger Hupfer. Wäre auch interessant, ne? 21 Tore in 28 Spielen. Das ist auch ein ganz, ganz starker Wert, mein Lieber. 230.000, 105.000 Gehalt, der ist auf, oder der kommt auf jeden Fall mal ins Blickfeld.
Das wird auch noch eine Sache sein, die wir angehen, und zwar in der nächsten Saison dann vor allem, wenn wir wirklich ein Zweitliga-Club sind, dass wir uns nochmal bei den Drittliga-Vereinen umschauen, denn wie ihr seht, die haben schon ganz gute Kracher hier mit dabei. Und der ein oder andere, der wird dann vielleicht doch sagen, gut, hey, schau her, zweite Liga, da möchte ich hinwechseln und nicht hier irgendwie dritte Liga spielen. Deswegen, ich glaube, die Chancen ergeben sich da durchaus. Pissot haben wir hier auch noch, 65, 66. Wäre auch noch interessant. Machen wir auch nochmal ins Blickfeld. Statt Neumann, gut, der kann sich wahrscheinlich oder wird sich nicht mehr so stark entwickeln. Ist schon eher am Ende seiner Entwicklung angekommen mit 25, aber wäre auch ein ganz, ganz starker Mann hier. Introvertiert, sichere Pässe. Innenverteidiger links und rechts kann auch ein bisschen spielen. Bin ich mal gespannt. Also da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge zu tun nach der Saison oder dann auch zu Beginn der neuen Saison, ganz klar. Wir schauen mal rein. Wir haben noch mal bei Merchandising was. Shirt und Fanbrille. 2500. Ne, wir machen mal Vereinsmagazin aufnehmen. 500 Euro. Okay. Stadionkissen. 2000. Ne, das ist mir zu teuer. Okay, der Assistent kümmert sich um alles. Wir schauen mal, dass wir das noch... Kriegen wir das überhaupt noch irgendwie los alles jetzt im Laufe der Saison? Verkauf, wo haben wir denn hier noch Bestand? Da muss doch irgendwo noch Bestand stehen. Verkauf, Gewinn. Umsatz, Name. 6000 haben wir verkauft. Und wie viel haben wir? Oder ist das gar nicht mehr so, dass man wirklich auf fürs Lager einkauft? Sondern dass man dann praktisch frisch vom Druck alles weghaut. Ich weiß es nicht. Wir machen mal, der Assistent kümmert sich um alles, aber ich will jetzt nicht, dass der hier noch irgendwas raushaut und wir dann irgendwie Minus sind. Ne, lassen wir erstmal. Machen wir in der nächsten Saison dann. Finanzstatus. Die finanzielle Lage des Vereins ist bedenklich. Wir sollten sparen. Ja, das weiß ich auch. Aber da können wir nichts dafür, wie gesagt. Da können wir nichts dafür. Okay, Bargeld hier, wie gesagt, minus 1,1 Millionen. Das müssen wir irgendwie noch wegkriegen. Neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung. Neue Idee für Fanartikel. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Da würde ich sagen, schauen wir auch nochmal ganz schnell rein. In die Jugendmannschaft, in die Ergebnisse, wie die denn dastehen. Oh, und unsere A-Jugend scheint abzusteigen. Die haben noch... Nee, die sind abgestiegen. Kacke. Unsere A-Jugend steigt ab als Tabellen 13. Nicht gut genug gewesen. Nicht gut genug gewesen. 25 Punkte. Eieieiei. Unsere B-Jugend steigt wahrscheinlich auf, oder? Ja. Und unsere B-Jugend steigt auf. Und zwar in die erste deutsche Fußball-Bundesliga. Die sind in der B-Junioren 2, steigen jetzt in B-Junioren 1 an. Ein, auf, was auch immer. Also ganz, ganz stark. 54 Punkte. Sehr schön. Mit Freiburg zusammen. Am letzten Spieltag die Freiburger noch verdrängt vom ersten Platz. Sehr schön. Mann, ich kann nicht mehr reden. Finale immer noch Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen. Das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Dass die da auch noch unterwegs sind. Und dann würde ich fast sagen, erste Mannschaft passt soweit. Dann würde ich auch sagen, gehen wir gleich rein. Wir machen doch nochmal ein 3D-Spiel. Oder letzter Spieltag gegen Osnabrück. Da wird es nochmal ein 3D-Spiel geben. Also, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch am besten und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann im 3D-Spiel gegen die Osnabrücker am 38. am letzten Spieltag in der dritten Fußball-Bundesliga. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!